Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Der Sommer ist endlich da und uns zieht es alle nach draußen, in den Garten oder auch in die Freibäder. Passend dazu heute die Themen unserer Sendung. Betreten erlaubt. Bei der Wahl des richtigen Terrassenbelags gibt es viele Faktoren zu beachten. Urlaub zu Hause. Wer sich einen Schwimmteich anlegen lässt, holt sich Erholung pur in den Garten. Und gepflegtes Grün. Bei Rasenmähern geht der Trend zu geräuschlos und arbeitserleichternd. Auf was sollen Sie achten, wenn Sie eine neue Terrasse bauen wollen? Welches Holz verwenden Sie? Wollen Sie die Dielen gerade oder versetzt verlegt? Gibt es eine sichtbare Verschraubung oder ist diese unsichtbar? Wir zeigen Ihnen, auf was Sie beim Kauf von Terrassenbelägen achten müssen. Was an der Wand geht, muss noch lange nicht für den Boden passen. Wer für seine Terrasse einen Holzbelag wählt, muss das passende Material und die richtige Konstruktion aussuchen. Die Qualität des Holzes ist entscheidend. Wer nach 10 Jahren den Belag nicht erneuern möchte, sollte mindestens 50 Euro pro Quadratmeter investieren, inklusive Konstruktion. Der Unterbau ist beim Verlegen des Terrassenbodens nämlich ebenso wichtig wie der Belag. Die Beanspruchung von Unterbau ist ja eigentlich fast größer, da er praktisch im Schatten liegt oder im Feuchtigkeitsbereich. Also hier zum Beispiel auf dem Granulat, wo praktisch Feuchtigkeit speichert für die Abdichtung. Und dann kommt die Sonne von oben und dann wird das eigentlich wie im Dampfkochtopf, wird die hier durchgespült, die Unterkonstruktion. Und hier haben wir zum Beispiel Alu. Das ist jetzt im Moment, würde ich sagen, so sei Endprodukt für Terrasse im gehobenen Bereich. Das ist natürlich sehr aufwendig. Wir müssen praktisch schauen, dass die Auflage nach unten fixiert ist. Also das muss zuerst einen festen Fuß haben und dass wir Gewicht haben, damit sich die Terrasse nicht anheben kann. Im Abstand von 45 cm werden die Blöcke befestigt. Mit der Konstruktion kann der Boden exakt auf die richtige Höhe montiert werden. Während hier ein Tropenholz, der sogenannte Bankirei-Belag, verlegt wird, ist die Auswahl an Hölzern mittlerweile vielfältig. Neben europäischen Holzarten und Tropenhölzern gibt es noch thermische oder mit Biomasse behandelte Hölzer. Wichtig ist natürlich, dass die Zertifizierung da ist. Und zwar das FSC-Zeichen, das garantiert, dass es eigentlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft und aus sozial erträglicher Bearbeitung stammt. Und das ist also schon sehr wichtig, dass man auf das Wert legt, weil das haben natürlich nicht alle Importeure. Das waren vielleicht 30% von den Importeuren haben, der Rest hat es nicht. Wer Holzbelag wählt, sollte zudem darauf achten, kammergetrocknete Ware zu kaufen. Was es nicht gibt, sind splitterfreie Hölzer. Umso wichtiger ist die Pflege des Terrassenbodens. Einmal im Jahr, am besten im Frühling, sollte der Boden gereinigt und geölt werden. Das macht das Holz haltbarer, weniger empfindlich und sorgt für mehr Geschmeidigkeit. Denn mal ehrlich, die Haptik ist bei Holz ebenso entscheidend wie die Qualität. Liebe Zuschauer, stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie kommen nach der Arbeit nach Hause. Und bevor Sie den Abend bei einem guten Abendessen einem kühlen Getränk auf Ihrer neuen Terrasse ausklingen lassen, wagen Sie noch kurz einen Sprung in Ihren Schwimmteich. Die Vorstellung gefällt Ihnen? Dann schauen Sie jetzt ganz genau hin. 16 mal 5 Meter misst dieser Schwimmteich in der Nähe von Markdorf am Bodensee, und zwar nur der Beckenbereich. Drumherum ist die Teichfläche Voraussetzung für einen gepflegten Schwimmteich. Mit dieser Größe gehört dieser allerdings zu den besonderen Ausnahmen. Aber auch wer einen kleineren Garten hat, kann sich den Traum vom eigenen Schwimmteich erfüllen. Eine Mindestgröße von etwa 6 auf 3 Metern sollte allerdings gegeben sein, um den Schwimmteich auch zum Schwimmen nutzen zu können. Dann brauche ich natürlich noch dazu diese Retentionsräume, diese Reinigungsteiche. Das müsste man natürlich in Folge noch dazu addieren. Und dann ist die Frage,
Nehme ich es dann seitlich, nehme ich es nach vorne. Das ist dann je nach Gegebenheit, muss man das in diese Technik oder in diese Planung mit aufnehmen. Aber das ist eine wichtige Voraussetzung bei dieser Schwimmteichgeschichte, dass ich einmal die Teichfläche, wo ich schwimme, und B natürlich die Retentionsfläche im optimalen Verhältnis bringe. Da ein Schwimmteich im Gegensatz zu einem Pool ohne Chlor oder andere chemische Stoffe auskommt, wird hier das sogenannte Hydra-Balance-System angewandt. Das bedeutet, um Algenbildung zu vermeiden, werden Schmutzpartikel, die von außen aufs Wasser gelangen, sofort in die außenliegenden Reinigungsteiche befördert. Dort werden sie durch Mikroorganismen und Bakterien zersetzt. Entsprechend einfach ist die Reinigung und Pflege des Schwimmteichs. Wir haben hier diesen Hydrobalance-Filter und das ist eine größere Filterzone, die ist da drüben komplett unter dem Kies nachher drin. Das sehen Sie auch nicht und da brauche ich so zweimal im Jahr eine halbe Stunde, vielleicht auch eine Stunde und dann ist das schon beendet. Und wir haben hier nicht so, dass das herkömmlich mit solchen Schwämmen, wo ich da riesen Aufwand habe, mit diesen Schwämmen zu reinigen, sondern da wird hier, man sieht es dann auch hier nochmal, da wird hier einfach ein Schlauch angeschlossen, dann werden die Filter rückgespült. Und das dreckige Wasser, das verschmutzte Wasser wird hier einfach in der Pflanzfläche wieder dem Kreislauf zugeführt. Da sind noch Nährstoffe drin, hier ist eine Plantane, da kann man es der Plantane zuführen, dann wächst sie sogar dementsprechend noch besser. Also ein einfaches System und ein sehr nachhaltiges System. 16 mal 5 Meter, ein Traum von einem Schwimmteich. Und der hat seinen Preis. Für die Mindestgröße von 6 auf 3 Metern liegen die Kosten bei rund 70.000 Euro. Wow, diese Bilder machen wirklich Lust auf den eigenen Schwimmteich im Garten. Nach einer kurzen Pause geht es bei uns weiter mit dem Thema Rasenmäher. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Bei seiner großen Schwester ist Leon einfach gut aufgehoben, auch wenn es manchmal kracht. Die beiden sind ein richtig gutes Team. Es ist einfach schön zu sehen, wie schnell sich meine Kinder entwickeln. Man sieht's an Lisa. Sie ist schon so groß geworden. Und jeden Tag ist bei uns etwas los. Gut, dass ich da zwischenzeitlich gelassen bleiben kann. Trotzdem bin ich gespannt, was die Zukunft noch bringt. Heute ist Lisa Ärztin und morgen will sie Ballerina werden. Gut, dass ich einen verlässlichen Partner an meiner Seite habe, der mich versteht und auf mich eingeht. Denn so könnt ihr zwei schon bald in unserem eigenen Garten spielen. Mama, träumst du? Ja, was ganz Schönes. Was auch immer das Leben für Sie bringt, wir sind an Ihrer Seite. Sparkasse Bodensee. Gut für mich. Planerküchen machen Freude. Erleben Sie pure Leidenschaft in Ravensburg, Jahnstraße 48. Planerküchen. Funktioniert nicht immer. Hi, wir sind ZF. Deine Ausbildung ist uns wichtig, deshalb denken wir dabei auch nicht an uns, wir denken an dich. Wir denken an deine Träume und glauben an deine Fähigkeiten, ob technisch, kaufmännisch oder duales Studium. Aus einer großen Auswahl an Ausbildungsberufen findest du sicher den einen, der zu dir passt. Deinen Traumberuf. Wir denken nicht nur daran, was du können musst, sondern was du lernen wirst. Dein Engagement und deine Ideen fördern und fordern wir. Mit Kollegen und Standorten in vielen verschiedenen Ländern sind deinen Entwicklungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Wir denken nicht immer nur an die Arbeit. Wir denken auch an deine Freunde, Familie und Hobbys. Bewirb dich für deinen Traumjob bei ZF. Mehr Informationen findest du unter ichbeizf.com. You could.
Lassen Sie sich inspirieren. Wir gestalten Ihr Bad nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Wir bauen Ihr Bad komplett, kompetent und zuverlässig. Entdecken Sie den Lebensraumbad bei uns. Bommer, die Badgestalter. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Die neue Terrasse oder der Schwimmteich, sie wirken natürlich nur, wenn auch der Rasen richtig gepflegt ist. Doch welches ist der richtige Rasenmäher für Sie? Wir zeigen Ihnen, worauf Sie beim Kauf des Rasenmähers achten sollten. Wie mähen Sie Ihren Rasen? So unterschiedlich wie das Grün in deutschen Vorgärten, so unterschiedlich sind heute die Möglichkeiten, es zu pflegen. Bekannt, bewährt und bei den meisten auch in Gebrauch ist der klassische Handrasenmäher. Wer es größer mag, für den gibt es den Rasenmäher-Traktor. So ein Gerät ist allerdings erst ab einer Rasenfläche von 1000 Quadratmetern sinnvoll. Beim Kauf eines neuen Rasenmähers sollte man sich vorab also ein paar Gedanken machen. Man sollte sich grundsätzlich überlegen, ob ich mit dem seitherigen Mähsystem, das ich seither verwende, zurechtkomme oder ob ich da vielleicht was umstellen will. Wir haben heute viele verschiedene Möglichkeiten, den Rasen zu mähen und zu pflegen. Dafür sollte man wissen, wie groß das Grundstück ist, welche Beschaffenheit, habe ich eine Hanglage, ebenes Grundstück, habe ich schmale Durchfahrten. Und man sollte wissen, wie hoch der Anspruch ist an der Garde. Wie stark ich den pflegen will, will ich eine Naturwiese, ist es mir egal, wenn Unkräuter da sind, oder will ich einen sehr hochgepflegten Rasen haben. Im Trend liegen sogenannte Rasenroboter. Bereits seit 15 Jahren auf dem Markt erobert er seit rund 4 Jahren die Gärten. Mittels eines Begrenzungsdrahts, der an den Rasenkanten unterirdisch verlegt wird, erkennt der Roboter, wie weit er fahren kann. Über Sensoren weicht er Hindernissen aus. Ein ausgeklügeltes System mit einigen Vorteilen. Er sorgt für als allererstes Mal, und daher kommt der Trend, denke ich, auch für die Arbeitserleichterung. Parallel dazu sorgt er aber auch dafür, dass man sehr schöne, gepflegte Rasen kriegt. Gerade wenn auch Kinder da sind, zum Beispiel der Klee kommt nicht mehr zum Ausblühen, dass die Kinder nicht mehr in den Klee reintreten und dann Bienenstiche haben. Man kriegt einen sehr schönen Rasen und man kann eigentlich fast jede Fläche heute mit der neuen Technik mähen lassen. Bis zu 6000 Quadratmeter sind problemlos möglich, also ist ein halbes Fußballfeld. Ich muss nicht mehr so oft düngen, ich habe keinen Schnittguttransport, der in vielen Kommunen ja leider schon kostenpflichtig ist. Das kann ich liegen lassen, da wird der Rasen gleichzeitig gedüngt und dadurch kriege ich dann ein sehr schönes Erscheinungsbild vom Rasen. Einzig Holzstücke können den Schnittmessern des Geräts gefährlich werden. Dafür ist der Rasenroboter extrem leise, ebenso wie der zweite Trend, der Akkurasenmäher. Kabellos, umweltfreundlich und der Akku ist auch bei anderen Gartengeräten einsetzbar. Wichtig zu wissen, Rasenmäher gibt es ab rund 300 Euro. 500 Euro sollte man aber mindestens investieren, wenn das Gerät durchschnittlich 10 bis 15 Jahre einsatzbereit sein soll. Der Rasenmäherroboter ist wohl auch die richtige Erfindung für alle Menschen, die vom Heuschnupfen geplagt sind. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Wir sehen uns kommende Woche wieder, dann unter anderem mit dem Thema Preisentwicklung bei Immobilien und Baugrundstücken mit Experten aus dem gesamten Sendegebiet. Ihnen bis dahin eine gute Zeit, bleiben Sie gesund. Tschüss. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.